bin jetzt das zweite Mal dabei. Das war wieder ganz, ganz toll organisiert. Die Streckenführung war besser als letztes Jahr. Einfach alles toll. Wir sind pannenfrei durchgekommen, unfallfrei. Und nächstes Jahr wieder. Aber dein Bruder war eigentlich eine Komplikation, würde ich sagen. Naja. Der hat viermal nacheinander einen Reifen wechseln müssen. Was war denn da los? Kann ich jetzt nicht sagen. Ist das das erste Mal, dass du so lange fährst? Ja, deutlich. Wie geht's dir jetzt? Glücklich, aber auch total beschissen, weil einfach nur tot. Ich gehe keinen Meter mehr. Was machen wir als nächstes? Ach, so 330 Kilometer durch die Alpen wäre nochmal was. Ja, was soll ich sagen? Ich bin Stefan und bin das zweite Mal gefahren und das war wieder mal ganz anders. Gestartet sind wir ganz oben. Ich bin kurz nach sechs gestartet. Es war total neblig und unten in Bad Harzburg hat es richtig geregnet. Ich bin Einzelstarter gewesen und bin bis die letzten 50 Kilometer alleine gefahren. Dann durfte ich noch den Dieter einladen, einpacken. Dem ist der Akku ausgegangen. Nee, war eine tolle Sache. Nur euer doofer Wind, den müsst ihr echt abstellen. Aber trotzdem, war eine super Veranstaltung. Hat Spaß gemacht, sehr, sehr viel Wind, viel Regen und ja. War super, hat Spaß gemacht. Die Strecke war wunderschön zu fahren, auch von der Kilometerzahl her wirklich gut zu schaffen. War also von der Organisation her wirklich toll, war klasse gemacht. Bin letztes Jahr das erste Mal mitgefahren, die komplette Strecke. Und wollte dies Jahr unbedingt wieder mitfahren. Allerdings hatte ich diesmal keine Zeit. Deswegen blieb nur die Möglichkeit, den halben zu fahren. War auch eine coole Erfahrung. Ich bin ganz alleine gefahren. Wir hatten einen Felgenbanddefekt, aber das Gute ist, nach dem vierten Mal haben wir Stopp gemacht neben einem Teppich Gardinengeschäft und dann haben wir das Peiner Pannenband gekauft und damit haben wir das Rad repariert, haben die ganze Felge einmal umklebt und dann ging's. Improvisiert. Schon geht's. Ja. Danke nochmal an Michi für diese geniale Idee. Sonst wären wir nicht zusammen im Ziel. Ne? Und dann hatten wir Axel. Noch einen Platz. Ja, Axel hat ja auch zwischendurch aufgehört zu sprechen zwischendurch. Einmal mit Profis arbeiten. Ja, also war super, finde ich. Tolle Sache. Ja. War schön, super organisiert und wir haben einen ganz schönen Track. Zum Schluss sind wir noch gefahren mit einer Gruppe aus Marburg, mit den Dynamos. Vielen Dank an die Dynamos, sonst hätten wir das nicht geschafft, weil wir eigentlich nur zu zweit nachher im Wind mehr oder minder gearbeitet haben, weil der dritte Mann, der war ein bisschen angeschlagen und ja, immer wieder gerne. Und wir würden es auch gerne mal umgekehrt fahren, glaube ich. Ich bin sehr gut durchgekommen. Habe unterwegs auch mal zwei Kollegen verloren und dann noch mal wieder zwei Kollegen verloren, aber ich bin sehr gut durchgekommen und ich sag mal, für meine alten Tage war es eine gute Leistung. Ich bin 78. Ja, wir sind aus Rauminden gestartet gestern, Anreise auf dem Rad, in Braunlage gepennt und heute Morgen eine richtig schöne Tour gemacht mit zwei Pannen. Richtig gute Laune, richtig coole Leute, richtig coole Orga und heute können wir sehr gut schlafen. Ja, ich fand das so eine schöne Tour. Interessant insofern, dass ich selten bei Regen und bei so heftigem Gegenwind fahre. Vor allen Dingen auf 300 Kilometer eigentlich nur Gegenwind und oder Regen. War interessant. Wir kommen aus Aurich. Ich bin den Wattwurm letztes Jahr schon gefahren, fand ihn super geil, möchte es auf jeden Fall wieder machen. Und mir ist dummerweise vor ein paar Monaten noch eine Partnerin abgesprungen. Und dann war ich auf der Suche, alleine wollte ich es nicht machen, dann war ich auf der Suche nach jemand anders, der da mitmachen würde. Und ich habe jemanden ganz Verrücktes gefunden, einen Kollege, der hat sich dann ein Rennrad gekauft. Der ist schon mal 700 Kilometer damit gefahren, aber nicht am Stück, sondern die längste Tour war 100 Kilometer lang. Und er hat trotzdem gesagt, das mache ich mit. Und Daniel? Was? Mega anstrengend. Aber hat er richtig? Gar nicht mehr. Also ganz tot kannst du nicht sein, weil jetzt stehst du immer noch hier. Hat richtig Bock gemacht. Wetter war die meiste Zeit super. Zwischendurch jetzt mal geregnet, ist aber jetzt alles wieder trocken. Und für den Ausblick, den wir hier haben, hat sich die Tour auf jeden Fall gelohnt. Bis nächstes Jahr.